Wie ihr euch mit eurem Google-Konto anmelden könnt am Philips-Fernseher, um Apps herunterzuladen, das ist das heutige Thema und damit begrüßen wir euch schon bei Technikpower. Wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Wir haben hier den ganz neuen Philips OLED mit dem Modell 806. Und bei diesen wollen wir uns mit unserem Google-Konto anmelden, damit wir Apps herunterladen können. Dazu drückt ihr die Home-Taste auf der Fernbedienung. Dann scrollt ihr nach oben bis zu diesem Punkt hier in den Einstellungen. Das wählt ihr aus. Und nun müsst ihr hier runterscrollen zu diesem Punkt Android-Einstellungen. Das wählt ihr aus. Danach Konten und Anmeldungen. Nun wählt ihr euch euer Konto aus. Anmelden. Jetzt gebt ihr eure E-Mail-Adresse ein. Und wenn ihr die E-Mail-Adresse eingegeben habt, dann klickt ihr nur noch auf diesen Pfeil. Und als nächstes müsst ihr euer Passwort eingeben. Und auch hier nur noch auf diesen Pfeil hier klicken und schon habt ihr euch angemeldet mit eurem Google-Konto und könnt jetzt hier Apps herunterladen von euren Play Store. Somit stehen euch hier alle Möglichkeiten offen, hier Apps herunterzuladen im bekannten Play Store, den jeder von uns kennen sollte. Habt ihr dazu Fragen? Dann verwendet doch die Kommentarfunktion, abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Technikpower sagt danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.